In Europa und eventuell seltener auf der Welt gibt es wenige Länder, in denen Erdgeschirr genauso wie vor einigen Jahrhunderten hergestellt wird, indem es auf offenem Feuer gebacken wird, auf einer Temperatur von 700 Grad Celsius, welche doppelt so niedrig ist wie diejenige in den Brennöfen für Keramik. Vor ungefähr 10 Jahren ist auch in diesem Dorf in der Nähe von Užice die Töpferei weitgehend stagniert. Doch dann geschah eine unerwartete Expansion, nach der junge Schöpfer das Handwerk aufnahmen. Heute ist die Töpferei an der Grenze zwischen Handwerk und Kunst. Die Anzahl ausländischer Künstler, die nach Slakusa kommen, um etwas Neues zu lernen, der Welt aber auch serbische Raritäten weitergeben möchten, nimmt jeden Sommer zu. Die Kolonie bewahrt künstlerische Schöpfungen und den Gedankenreichtum dieses Handwerks, welches eine plötzliche Neugeburt erlebte. Neben dem Backen von Tonmineralen auf offenem Feuer liegt die Besonderheit der Töpferei in Slakusa bei der Qualität lokaler Lohstoffe. Tonminerale werden in einem naheliegenden Dorf aus einer Tiefe von 2 bis 8 Metern ausgegraben. Anschließend folgt die Verarbeitung der Mischung mit weißlichem Stein, welches aus den benachbarten Maidern, das mehr als 2 Jahrhunderte alt ist, herausgeholt wird. Das Geheimnis der Qualität und der Dauerhaftigkeit dieses Erdgeschirrs liegt im Maßstab des Vermischens der Tonminerale mit dem Kalkspat, so die Dorfbewohner. Nach der Verarbeitung und dem Backen der Töpfe folgt das Härten bzw. der Prozess, bei dem sie in Brei aus Mais oder Gerstenmehl getaucht werden. Dies erzählen die Handwerker aus Slakusa jedenfalls ihren Besuchern. Die Einzelheiten aus dem Arbeitsprozess, welches dieses Geschirr so einzigartig macht, bewahren sie für Interessierte auf, die das Handwerk erlernen möchten. Die Qualität des Geschirrs beeinflusst das Essen, welches man darin vorbereitet, und es ist geschmackvoller, als wenn man es im modernen, fabrizierten Geschirr kocht. Die Bewohner von Slakusa kümmern die Unterschiede nicht, denn sie verwenden seit Jahrhunderten ausschließlich ihren Erdtopf. Im Dorf wird die Zufriedenheit über die Herstellung auf dieselbe Weise, wie es auch der Urmensch vor 8000 Jahren getan hat, nicht verborgen. Seitdem datieren nämlich die archäologischen Ausgrabungen. Das, was ebenfalls in der Welt der Töpferei in Slakusa einzigartig ist, ist die Herstellung auf hölzernem Handrad, dessen Aussehen sich seit 2500 Jahren nicht verändert hat.